Servus Leute, mein Name ist Yannick und ich hoffe und hoffe und hoffe und hoffe, dass ihr... Warte mal, ganz kurz. Ja, Mann, ich nehme auf. Ich bin mit dieser neuen Aufnahmesoftware doch noch nicht ganz so vertraut. Ach, da unten sieht man sogar. Ich hoffe, hoffe, hoffe auch, dass dieses Ding geklappt hat. Speedbuilding Nummer 2. Meine Frage ist immer noch, soll ich die Raketen weiterhin in Speedbuildings einfach bauen und dann die hochladen und dann irgendwann anders das dazugehörige Flugvideo machen? Soll ich dumm sein und meine Sachen vergessen? Oder worauf hättet ihr Lust? Aber ich glaube, es könnte sogar... Fail! Grandios! So muss es beginnen. Einen Moment. Ich bin gleich wieder da. Da bin ich wieder. Ja. Mir ist aufgefallen, dass da oben was gefehlt hat. Ich habe übrigens nebenbei auch noch mein K-Mapping vergessen. Aber jetzt geht's ab in die Lüfte. Naja. So ähnlich. Ziemlich langsam, aber das passt schon. Wir haben ja das Fuel. Um das Ganze ein bisschen zu beschleunigen, habe ich auf der Taste 1 hier einen kleinen Schub reingehauen. Warum will ich das beschleunigen? Weil diese Tanks sowieso nie im Leben leer werden. Aber die Teile hier mir verhelfen, schneller hochzukommen und mehr Speed aufzubauen. Vor allen Dingen gut beim Gravity Turn gleich. Werden wir dann auch noch merken. Wir versuchen heute, wie wir auch schon im Ding hier im Titel wahrscheinlich gelesen haben, zu docken. Ob das eine erfolgreiche Mission wird, ich wage es noch zu bezweifeln. Aber wir werden sehen. Entweder bin ich blöd oder die Teile verballern sowas von wenig Fuel. Wow, das ist geil. Das ist richtig geil gerade irgendwie. Ah, ohne den Antrieb hätte ich allerdings hier einen Drop von Speed. Das wollte ich, natürlich nicht. So schnell wie möglich, so hoch wie möglich, so weit wie möglich. Ich konnte übrigens, ohne auf die Map zu gucken, starten. Das hat sogar ziemlich gut gepasst. Weil wir eben auch im 90-Grad-Orbit sind. Und zum Glück, denn ich hätte es ernsthaft vergessen. Es ist kein Witz, Leute. Ich habe das aus Versehen gemacht auf diesem 90-Grad-Orbit. Und es war genau die richtige Entscheidung. Weil ich vergesse das einfach viel zu schnell, dass wir da auf einem anderen Grad-Orbit sind. Und das sind einfach nur unnötige Launches, die mir dann Nerven kosten. Und so macht es mir mehr Spaß. Und wenn es mir mehr Spaß macht, macht es euch mehr Spaß. Denn so gibt es mehr Videos. Zum Thema Videomasse muss ich diese Woche ja leider sagen, ist ein bisschen knapp ausgefallen aufgrund von zwei Arbeiten, die ich auf keinen Fall verkacken wollte, um es mal auf Hochdeutsch zu sagen, und weswegen ich dann halt doch mich eher um die Arbeitnehmer kümmern wollte. So. Was ist los? Ah. Weg. Wow. Da muss eine dieser Jet Engines einen Fehl-Launch haben. Versuchen uns wieder zu kriegen. Uiuiui. Mach mal kurz das Ding hier aus. Wird nie was. So. Ja gut, das SRS ist gerade minder optimal. Ja gut, das können wir nicht mehr in Orbit schaffen. Deswegen versuchen wir in dieser Folge doch erstmal unseren Carbonauten zu retten. Das ist erstmal aus. Drehen erstmal den Orbit so, dass er abbremst. Gleichzeitig sich ein bisschen in diese Richtung hier nach oben wegbewegt. Wir haben nicht so viel Fuel. Wir müssen also damit sparsam umgehen. Das erste, was ich machen möchte, ist, dass er nicht zu weit rauskommt. Im Ozean. Wir gehen ein bisschen runter mit dem Fuel und richten uns genau retrograde aus, mit der maximale Effizienz zum Bremsen haben. Wir wollen diesen armen Körpernauten nicht verrecken lassen, aber ich habe keinen Fallschirm hier dran. Das wird ein Manöver, das heftig ist. Ups, das ist die falsche Taste. Die bringt ihn eher schneller zum Tod. Alles ganz schlecht. Der kriegt nämlich gerade mehr Gas drauf. Das ist nicht gut.
Ah, das ist doof gelaufen, dass die da wegkrachen. Das war nicht so geplant. Definitiv nicht. Ich frage mich auch ehrlich gesagt, warum, aber das ist wahrscheinlich wieder einer dieser KSP-Physik-Engines, die einfach so realistisch sind, dass sie kein Mensch versteht. Wir haben übrigens keinen Decoupler dazwischen, das ist ziemlich unvorteilhaft. Das ist definitiv zu schwer. Der Vorteil ist, dass wir natürlich durch Verlust des Tanks auch Gewicht verlieren. Nicht viel, aber es ist immerhin etwas, was dann uns es leichter macht zu bremsen. Allerdings sehe ich eine gewisse Problematik bei der Geschwindigkeit in Anbetracht des näher rückenden Bodens und dem Ausgehen des Fueltanks. Ja, da durchaus. Er hat noch 3000 Meter zu fallen und nicht mehr viel Fuel. Wem noch sagt das, dass das nicht so vorteilhaft ist? Ich will diesen Carbonauten ungern verlieren. Echt nur ungern, aber. Ich frage mich ja, ob ihr gerade da wirklich mitfiebert. Also, ich tue es, für mich ist das total spannend gerade. So knapp. So knapp. Guckt euch die Meterzahl an. Wären wir doch nur mit ein bisschen mehr Fuel gestartet. Zurück ins Vehicle Assembly Building. Diesmal ohne Speedbuild wollen wir gucken, wo das Problem lag. Ich würde sagen, an der Masse. Oder ich habe eine geilere Idee. Die Dinger sind einfach viel zu langsam weg gewesen. Das ist nicht der Sinn davon. Deswegen hauen wir einfach mal hier die Kleinen dran. Ah, jetzt kommt wieder dieser Bug, ne? Vielen Dank an denjenigen, der mir das kommentiert hat. Ich weiß ehrlich gesagt nicht mehr, wer es war. Ich weiß noch, wie sein Bild aussieht. Er hat so ein Anime-Bild drin. Er kommentiert ziemlich viel, ziemlich gut. Ich mag seine Kommentare total. Aber ich kann mir seinen Namen nicht merken. Es ist auch schwer, sich von jedem Abonnenten die Namen zu merken. Das ist jetzt nichts gegen euch, aber es ist halt einfach so, dass man da nicht immer den Überblick behält. So. Wir suchen es mit den kleineren Tanks und ich hoffe so sehr, dass das Spiel nicht abstürzt, wenn ich jetzt dabei trotzdem aufnehme. Speichern das Ganze, launchen es und wenn es abstürzt, dann mache ich einen kleinen Cut. Das müsst ihr euch auch nicht immer angucken. Okay, ist abgestürzt. Bis gleich. Jupp, und weiter geht's. Kleineres Ding, interessante Art und Weise zu stehen, Rakete. Ab geht's. Ja, ich versuche immer noch an dieses Ding da anzudocken. Irgendwas sagt mir, dass ich diese Aufnahme beenden sollte. Für denjenigen, denen das jetzt nicht aufgefallen ist, bitte spul zurück und schau dir an, wie es sein kann, dass da unten kein Triebwerk mehr ist. Ich verstehe es nämlich nicht. Irgendjemand jetzt mal erklären, warum ist das Triebwerk einfach stehen geblieben? Also ich meine, nicht, dass es irgendwie explodiert wäre, es ist einfach nur stehen geblieben, es ist einfach drauf geblieben. Ich versuche gerade verzweifelt zu landen, das ist gar nicht mehr so leicht mit dieser schweren Rakete. Schade, dass es nicht mehr dieses Kilt-and-Action-Zeichen gibt. Okay, Jungs. Ich fürchte irgendwie, dass unser Let's Dog unter einem bösen Fluch steht, dass jedes zweite Video nur ein Erfolg wird. Dementsprechend wird das nächste dann hoffentlich ein Erfolg. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Bis zum nächsten Mal. Euer Yannick. Over and out.